Das Fürstenhaus Liechtenstein ist eines der wenigen noch verbliebenen herrschenden Adelshäuser in Europa. Und natürlich auch bestens vernetzt im Hochadel. Der Fürst selbst ist das Oberhaupt des Staates und nebenbei auch noch der reichste Monarch Europas. Dennoch, der Kontakt mit der Bevölkerung ist innig. Und so feiert man am 15. August eines jeden Jahres gemeinsam den Nationalfeiertag und den heutigen Wohlstand des Landes. Denn das war nicht immer so. Liechtenstein überlebt den Zweiten Weltkrieg und flüchtet sich in den schweizerischen Wirtschaftsraum. Das Fürstenhaus hingegen erlebt nach dem Krieg eine böse Überraschung. Ihre Besitztümer in der damaligen Tschechoslowakei werden nach dem Krieg von den Kommunisten beschlagnahmt. 80% bis 90% des Vermögens war weg. Und mein Vater mit seinen Geschwistern hat versucht, dieses Vermögen neu aufzubauen. Das war aber nicht sehr erfolgreich. Er hat eigentlich die Familie damals gelebt aus Verkäufen von Grund und hauptsächlich Kunstbesitz. Er hat selber gezeichnet und gemalt. Also für ihn war das ein besonderer Schmerz, dass er das immer verkaufen musste, immer wieder Stücke aus den Sammlungen. Auch der Weg des heutigen Fürsten war schon vorgezeichnet, obwohl er doch viel lieber Archäologe geworden wäre. Aber mein Vater hat mir dann gesagt, nein, Hans Adam, deine Aufgabe ist, das fürstliche Vermögen oder das Familienvermögen wieder neu aufzubauen. Und du musst Wirtschaft studieren und das habe ich dann auch getan. Und das mit großem Erfolg. Mit geschätzten 7,3 Milliarden Schweizer Franken Vermögen hat Hans Adam II. Den Familienbesitz auf eine nie dagewesene Größe vermehrt.